Ja, die Commerzbank und die Deutsche Bank verschärfen weiter ihre Sparpläne. Nebenbei droht die Zahl der Zombie-Unternehmen auf 800.000 zu steigen. Warum die hoffnungslosen und verzweifelten Versuche sowohl von Banken als auch der Regierung alles nur schlimmer machen und wo wir wirtschaftlich gerade stehen, erkläre ich dir heute in einem brandneuen Video. Bleib hierzu einfach dran. Ja, die Commerzbank beschleunigt die Verkleinerung ihres Filialnetzes. Das Geldhaus werde 200 Geschäftsstellen, die wegen den Corona-Vorkehrungen ohnehin geschlossen sind, nicht wieder öffnen, bestätigte ein Sprecher am Freitag letzter Woche. Momentan sind rund 460 Filialen offen, 150 weitere werden bis Mitte September öffnen. So hätten Kunden bundesweit wieder Zugang zu mehr als 600 Geschäftsstellen. Weitere 200 Filialen sollen später geöffnet werden, hieß es. Der Abbau von insgesamt 10.000 Jobs und die Schließung der Hälfte der 1.000 Filialen sind vorgesehen, um die Rendite der Bank mittelfristig auf 7% von zuletzt rund 3% zu heben. Darin enthalten ist der bereits im Herbst 2019 beschlossene Abbau von 4.300 Stellen. Ein Teil der Kosten hierfür will die Bank noch in diesem Jahr verbuchen. Und auch bei der Deutschen Bank sieht es nicht besser aus. In der Privatkundensparte der Deutschen Bank droht ein massiver Stellenabbau, wie das Handelsblatt berichtet. In den kommenden Jahren sollen von den rund 6.000 Beschäftigten in dem Bereich etwa 1.500 bis 2.000 Stellen abgebaut werden. Zudem habe das Geldhaus nun auch Verhandlungen über Jobkürzungen in beiden Zentralen Frankfurt und Bonn im vierstelligen Bereich aufgenommen, wie zwei Insider einen entsprechenden Bloomberg-Bericht bestätigten. Man sieht also, welche massiven Probleme die Banken jetzt schon haben, obwohl Kreditraten, die sie ihren Kunden wegen Corona derzeit stunden, nicht als Kreditausfall in ihren Büchern vermerken müssen. Denn eine entscheidende Aussage der Bankenaufsicht aus dem März rettet derzeit womöglich zahlreiche Banken vor dem Kollaps. Und das ohne, dass wir es alle merken. Denn da verkündete die BaFin mitten in der Corona-Krise die große Erleichterung für die Banken. Man sagte den Banken, dass ein Schuldner nicht zwingend als ausgefallen einzustufen ist, wenn bei einem Kredit Kapitaldienst und Zinsen infolge des Coronavirus gestundet werden. Konkret heißt das, im Normalfall muss die Bank Kredite aus ihrer Sicht Vermögenswerte als Verlust abschreiben, wenn die Schuldner nicht mehr zahlen können. Derzeit müssen die Banken diese Zahlungsausfälle nicht als solche verbuchen. Von daher wissen wir als Außenstehende gar nicht, wie viele Kredite bei den Banken in Deutschland bereits wertlos sind. Denn sie könnten derzeit noch als ganz normale werthaltige Vermögensgegenstände in den Büchern der Banken stehen. Und das ganz legal, weil die BaFin als Bankenaufsicht dies erlaubt. Also keine Milliardenabschreibungen und die Quartalszahlen der Banken sehen natürlich super aus. Und weil die Regierung die finanzielle Staatsräson hochhält, will sagen, alles muss immer natürlich in totalen Ordnung aussehen, zumindest ja, in den Papieren, wurde diese Ausnahmeregelung für die Banken, die Ende Juni endete, bis Ende September verlängert. Hinzu kommt Ende September, wie bereits schon in vorherigen Videos berichtet, die verschleppte Insolvenzwelle. Die wegen der Corona-Krise ausgesetzte Pflicht zur Insolvenzanmeldung wird zu einer gewaltigen Pleitewelle führen. Angesichts der seit März geltenden Ausnahme schätzt die Auskunftei-Kreditreform die Zahl der verdeckt überschuldeten Unternehmen bereits auf über eine halbe Million. Und gleichzeitig plant die Regierung, oder genauer gesagt Christine Lambrecht von der SPD, überschuldete Unternehmen noch länger von der Pflicht zum Insolvenzantrag zu befreien. Zitat: Um pandemiebedingt überschuldete Unternehmen Zeit zu geben, sich durch das in vielen Branchen wieder anziehende Wirtschaftsgeschehen oder staatliche Hilfsangebote zu sanieren, werde ich vorschlagen, die Insolvenzantragspflicht für diese Unternehmen weiterhin bis Ende März 2021 auszusetzen. Ja, sollte die Anmeldepflicht, wie von der Bundesjustizministerin geplant, bis Ende März 2021 weiter ausgesetzt werden, dann wird die Zahl der Kreditreform auf 700.000 bis 800.000 Firmenpleiten steigen. Denn ein insolventes Unternehmen muss anderen Marktteilnehmern nicht mehr offen kommunizieren, dass es zahlungsunfähig ist. Das ist eine akute Gefahr für deren Geschäftspartner und natürlich auch Lieferanten.
Gläubiger laufen Gefahr, Geschäfte mit Abnehmern zu machen, die nicht zahlen können. Forderungsausfälle sind die Folge, was zu Anschlussinsolvenzen gesunder Unternehmen führen kann. Die Regierung ist der festen Überzeugung, sie könne an der Marktwirtschaft hin und her nach Belieben herummanipulieren, ohne dass es irgendwelche Folgen hätte. Aber nicht nur in Deutschland spitzt sich die Lage dramatisch zu, auch in den Vereinigten Staaten, denn dort galt schon vor dem Ausbruch der Krise jedes sechste US-Unternehmen als Zombie, als Untoter, die aus seinen Gewinnen kaum mehr die historisch niedrigen Kreditzinsen finanzieren konnte. Und dank der Fed aber kann nun praktisch jedes Unternehmen den Markt für Hochrisikoanleihen anzapfen. Die meisten Beobachter aber sind überzeugt, dass auch die Fed keine andere Wahl hatte, um eine Finanzkrise und einen noch stärkeren Absturz der Wirtschaft zu verhindern. Ja, bei der Krisenbekämpfung gibt es zwei Phasen. Erst komme das Whatever it takes, die Entschlossenheit, die Krise mit allen Mitteln zu stoppen. Irgendwann aber heißt es dann, um Himmels Willen, was haben wir getan? Wie ihr hier seht oder hört, braut sich da einiges zusammen und es fällt alles in Richtung vom Datum September 2020 bis März 2021. Es wird eine spannende Zeit und viele Menschen, die sich ungern mit diesen Themen beschäftigen, werden nicht mehr reagieren können, weil es dann zu spät sein wird. Hier ein Zitat: Jeder von uns wird irgendwann schlau, die einen früher und die anderen später. Und um nicht zu denen zu gehören, die später schlau werden, da Nachsorge immer schlechter ist als Vorsorge, ich biete hier zwei Möglichkeiten an. Zum einen das kostenfreie Webinar, mach es wie die Hochfinanz. Den Link zur Anmeldung blende ich dir hier oben oder auch unten in der Videobeschreibung ein. Und zwar geht es hier darum, wie haben die Kirchen die Hochfinanz es seit Jahrhunderten geschafft, ihr Geld wirklich sicher und rentabel anzulegen, dass egal bei welcher Krise immer ihr Geld gesichert wurde. Das heißt, entsprechend für Einsteiger, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchten, hochinteressant. Von daher biete ich dir das an. Wenn du schon jemand bist, der genau weiß, was er möchte, der genau schon einen Plan hat, aber es nicht alleine umsetzen kann oder will, dem biete ich ein 1:1 Gespräch an, dass wir dir helfen bei der Umsetzung, weil wichtig ist, natürlich ins Handeln zu kommen. Auch den Link zu dem kostenlosen Kennenlerngespräch blende ich dir oben bzw. auch unten ein. Ja, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann bitte ich dich, mach es. Ja, dann können wir immer mehr Menschen helfen, auch diese wichtige Information zu bekommen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute bei deinen sicheren Geldanlagen. Herzliche Grüße aus Eichenzell, dein Daniel Sauer.